Avusturya'nın başkenti neresi? Wie heißt die Hauptstadt von Österreich? Wie heißt die Hauptstadt von Österreich? Avusturya'nın başkenti Viyana'dır. Die Hauptstadt von Österreich ist Wien. Die Hauptstadt von Österreich ist Wien. Avusturya'nın resmi dili Almancadır. Die Amtssprache in Österreich ist Deutsch. Die Amtssprache in Österreich ist Deutsch. Viyana, Avrupa'nın önemli kültür sanat şehirlerinden biridir. Wien ist eine der wichtigsten Kultur- und Kunststädte Europas. Wien ist eine der wichtigsten Kultur- und Kunststädte Europas. Bu şehirde çok önemli müzik dahileri yaşamışlar. Viele bedeutende Musikgenies haben in dieser Stadt gelebt. Viele bedeutende Musikgenies haben in dieser Stadt gelebt. Mozart, Beethoven, Haydn, Strauss, Schubert, Brahms bu şehirde yaşamışlar. Mozart, Beethoven, Haydn, Strauss, Schubert, Brahms haben in dieser Stadt gelebt. Mozart, Beethoven, Haydn, Strauss, Schubert, Brahms haben in dieser Stadt gelebt. Müzisyenler sayesinde Viyana bir müzik merkezi olmuş. Dank dieser Musiker wurde Wien zu einem Zentrum der Musik. Dank dieser Musiker wurde Wien zu einem Zentrum der Musik. Belki de bu sokaklarda Mozart ya da Beethoven yürümüştür.
Vielleicht sind Mozart oder Beethoven in diesen Straßen gelaufen. Vielleicht sind Mozart oder Beethoven in diesen Straßen gelaufen. Beethoven bu şehirde 35 yıl yaşamış. Beethoven hatte 35 Jahre lang in dieser Stadt gelebt. Beethoven hatte 35 Jahre lang in dieser Stadt gelebt. Bak, burası Viyana Üniversitesi. Schau, dies ist die Universität Wien. Schau, dies ist die Universität Wien. Dünyada var olan en eski gazetenin Viyana'da yayımlandığını biliyor muydun? Wusstest du, dass die älteste Zeitung, die es auf der Welt gibt, in Wien herausgegeben wird? Wusstest du, dass die älteste Zeitung, die es auf der Welt gibt, in Wien herausgegeben wird? Peki bu gazetenin adı nedir? Und wie heißt diese Zeitung? Und wie heißt diese Zeitung? Bu gazetenin adı Wiener Zeitung ve 1703 yılından beri var. Diese Zeitung heißt Wiener Zeitung, die es schon seit dem Jahre 1703 gibt. Diese Zeitung heißt Wiener Zeitung, die es schon seit dem Jahre 1703 gibt. Viyana'nın önemli vatandaşlarından biri olan Sigmund Freud'u unutmamalıyız. Wir dürfen einen der wichtigsten Bürger Wiens, Sigmund Freud, nicht vergessen. Wir dürfen einen der wichtigsten Bürger Wiens, Sigmund Freud, nicht vergessen. Freud neredeyse tüm çalışmalarını bu şehirde yaptı. Freud hat fast alle seine Arbeiten in dieser Stadt gemacht. Freud hat fast alle seine Arbeiten in dieser Stadt gemacht. Viyana'dan geri dönerken bana bir gazete almayı unutma lütfen. Vergesse bitte nicht, mir eine Zeitung zu kaufen, wenn du aus Wien zurückkehrst. Vergesse bitte nicht, mir eine Zeitung zu kaufen, wenn du aus Wien zurückkehrst. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.